Ich habe es schon ein paar Mal angerissen, aber jetzt wird es Zeit, dass der heimliche Star meiner Videos ins Rampenlicht tritt. Heute zeige ich euch Muffin Marios Editor Plus, eine verbesserte Version des S4-Karten-Editors, der viele meiner Projekte erst möglich machte oder zumindest sehr vereinfachte. Auf vielen Karten, insbesondere in der neuen Welt, werdet ihr Objekte finden, die ihr mit dem normalen Editor nicht platzieren könntet, zum Beispiel die Weltwunder in der Maya-Kampagne, die Steinköpfe in der Trojaner-Kampagne oder das Schloss aus dem ersten Siedlerteil in der Römer-Kampagne. Diese wurden ihrerzeit über das jeweilige Map-Skript platziert, aber nie in den Editor integriert. Der Editor Plus macht es möglich, diese Objekte direkt zu platzieren. Aber was noch viel wichtiger ist, sind die drei anderen Hauptfeatures des Editor Plus. Zuallererst kann der Editor Plus fertige Map-Dateien öffnen, was der Standard-Editor verweigert. So könnt ihr euch sowohl offizielle Blue Byte-Karten als auch eure Lieblings-User-Maps genau ansehen und bearbeiten. So wäre es zum Beispiel auch möglich, diverse Multiplayer-Karten so anzupassen, dass sich das Spiel sie auch alleine gegen Bots spielen lässt. Das habe ich vor einigen Monaten mal mit der Map Planets ausprobiert und scheiterte nur, weil mir nicht klar war, dass die Map auf Teams aus zwei miteinander handelnden Spielern ausgelegt ist. Ohne dieses Feature wäre mir so einiges an Details entgangen. Hier sehen wir zum Beispiel, dass der Mapper der vierten Trojaner-Mission ein richtiger Sadist war, der dem dunklen Volk direkt drei meiner Copter-Manufakturen geben wollte. Aber vor allen Dingen wäre Dark Mirror in der Form nie möglich gewesen, da ich niemals in der Lage gewesen wäre, das Terrain der Originalkarten exakt nachzubilden. Dann kommt hinzu, dass der Editor Plus es ermöglicht, das Skript jeder Karte, sofern vorhanden, auszulesen und auch ein neues in die Kartendatei einzubetten. Dazu sei gesagt, grundsätzlich könnt ihr einer Karte auch ein Skript geben, indem ihr eine gleichnamige Textdatei in den Ordner Skript legt. Das funktioniert aber nur bei Kampagnenkarten sowie Karten, die kein eingebettetes Skript besitzen. Außerdem lassen einige Hoster wie die Siedler Map Source nur den Upload einer Map-Datei ohne zusätzliches Beiwerk zu. Solche Hoster könntet ihr also nicht verwenden, wenn euer Skript nicht in die Kartendatei integriert ist. Und dann kommt das dritte Feature. Wie einige von euch vielleicht wissen, blockiert der Standard-Editor den Export von Karten mit bestimmten Eigenschaften. Auf diese Regeln könnt ihr mit dem Editor Plus getrost scheißen, denn der wird euch alles exportieren. Ob das dann im Spiel auch funktioniert, ist natürlich was anderes, aber viele der von Blue Byte festgelegten Regeln sind nicht nur völlig willkürlich, sondern wurden auch von ihnen selbst ignoriert. Viele Add-on-Karten haben zwei dunkle Völker, eine der Missions-CD-Karten sogar drei, aber der Standard-Editor lässt nicht mehr als eins zu. Auch dürfen KI-Spieler nach Blue Byte-Regeln nur einen Wirtschaftssektor besitzen. Statt daraus einfach eine Warnung zu machen, dass die KI damit nicht gut umgehen kann, wird der Export solcher Karten komplett blockiert. Ich kann nicht deutlich genug machen, wie wichtig dieses Feature ist. Meine Map Remaster und Dark Mirror wären so niemals durch den Standard-Editor gekommen, weil es KI-Spieler gibt, die keine vollwertige Siedlung besitzen. Meine Testkarten hätten viel für meine Tests völlig überflüssiges Beiwerk, wenn ich auf den Standard-Editor angewiesen wäre. Auch wenn vieles davon lösbar wäre, bin ich froh, mich damit nicht herumschlagen zu müssen. Neben dem Editor-Download findet ihr auf Muffin Marios Homepage auch einen Widescreen-Patch und Erklärungen zu vielen S4-Skriptbefehlen. Falls es euch interessiert, ist dort eine gute erste Anlaufstelle. Außerdem betreibt Muffin Mario einen Discord-Server, auf dem unter anderem solche Themen besprochen werden. Was mich betrifft, schließe ich zwar nicht aus, dass ich dazu Videos machen werde, aber zwischen den Missionsguides, Mechanikanalysen und diversen anderen Projekten, die ich gerne angehen möchte, glaube ich nicht, dass ich die Zeit dafür finden werde. Außerdem können das andere vermutlich besser erklären als ich.